Wenn man über 50 Jahre alt ist, dann ist halt mal so, dass die Gelenke wehtun, dann ist halt mal so, dass die Muskulatur schmerzt, dann haben wir überall unsere Wehwehchen. Vor allem, wenn es natürlich ums Krafttraining geht. Da ist eigentlich da einfach der Schmerzgrad bzw. die Schmerzverträglichkeit ist runtergefahren. Wir sind einfach etwas sensibler, es tut alles etwas mehr weh. Kniegelenke, Hüftgelenke, Rücken, Wirbelsäule. Nee. Damit bin ich nicht einverstanden. Das ist schon so. Natürlich, klar, ist man natürlich im Alter, hat man schon einen höheren Verschleiß. Aber wenn im Kraftsport öfters Schmerzen entstehen, im Bereich der Gelenke, im Bereich der Muskulatur, im Bereich der Sehnen und der Bänder, dann steckt oftmals was ganz anderes hinter und nicht nur das Alter. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Ja, was haben wir hier? Wir haben hier wieder ein spannendes Thema zum Thema Fitness over 50, Krafttraining over 50, was wir natürlich dringend machen sollten, was wir natürlich mindestens dreimal die Woche machen sollten. Und da gibt es doch den einen oder anderen, der eben über 50 ist, männlich wie weiblich, und sagt, naja, mir tut natürlich immer alles ziemlich weh, wenn ich trainiert habe. Wir gehen jetzt mal weg vom Muskelkater. Das ist natürlich ein Muskelkater. Normal ist, beziehungsweise bis zu einem gewissen Grad im Einstieg normal sein kann, wenn er eigentlich schon ein halbes Jahr trainiert und eigentlich immer noch Muskelkater hast, da muss man sich Gedanken machen, da läuft was schief, da gibt es extra demnächst noch ein Video drüber. Aber wer immer wieder über Gelenksprobleme, muskuläre, starke muskuläre Schmerzen klagt, da habe ich einen ganz wichtigen Tipp. Und zwar folgendes. Wenn ich im Fitnessstudio bin oder wenn ich Menschen im Coaching habe, hier direkt in meinem Bereich, und sie fangen an, Übungen auszuführen, stellt man immer eins fest: über 95% aller bewegen sich viel zu schnell. Das heißt, die Bewegungen, diese konzentrisch-exzentrisch, ich will da weg von dieser Fremdworte, und zwar das hier, die Abwärts- und die Aufwärts-, ich mache jetzt eine Kniebeuge, runter, stopp, hoch. So, das machen die meisten Menschen so. Relativ schnell. Und genau das ist ein ganz großes Problem, wenn die Bewegungsausführung zu schnell ausgeführt wird. Und dazu auch noch mit Umkehrschwung. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Ich habe hier ein gutes Beispiel. Hier habe ich ein Kniegelenk. So, und jetzt machen wir hier mal das Typische, was in der Regel gemacht wird, wenn man jetzt noch keine großen Infos bekommen hat, wie man sich bewegen soll. So, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wenn ihr jetzt genau mal hinschaut, schaut ihr mal. Klar, wenn ich das jetzt langsam ausführe, jetzt unten anhalte, stopp, wieder nach oben gehe, stopp, wieder nach unten gehe, stopp, sind eigentlich die mechanischen Belastungen am, zum Beispiel am Kniegelenk wesentlich geringer, wie wenn ich mit hoher Bewegungsgeschwindigkeit mich bewege. Deswegen ein ganz wichtiger Tipp, erstes Mal, die Bewegungsausführung langsamer ausführen, das ist die Nummer 1. Nummer 2, oftmals überschätzen sich auch gerade Sporteinsteiger mit der Gewichtsbelastung. Sie sind im Fitnessstudio, ringsherum trainieren Menschen und dann denkt man vielleicht als Mann, man kann sich nicht blamieren, wenn man hier mit ganz wenig Gewichten arbeitet. Ich lasse meine Kunden persönlich, lasse ich natürlich die Kniebeuge zum Beispiel nur mit Körpergewicht ausführen in den ersten 1 bis 2 Trainingseinheiten. Und erst dann gehe ich langsam in die Gewichtsbelastung ran. Warum? Es muss ja erstmal erlernt werden, diese Bewegung richtig auszuführen. Und dazu reicht das Körpergewicht oftmals schon aus. Natürlich gibt es immer mit Kreuzheben, mit der vorgebeugten Rudern. Da kann ich nicht mit Körperlast arbeiten. Da muss ich eine Stange in die Hand nehmen, die hat 20 Kilo, 15 Kilo. Aber auch hier sollte man erstmal mit kleinsten Gewichtsbelastungen, und jetzt kommt's, bitte ganz aufmerksam, Slow Motion die Bewegung ausführen. Warum? Unser Gehirn lernt was ganz Neues. Und dieses ganz Neue sollte ich erstmal in einer ganz geringen Bewegungsgeschwindigkeit erlernen und erst dann kann ich im Laufe der Zeit die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen und die Bewegung wird sauber ausgeführt. Das ist so für Neueinsteiger mit über 50. Es gibt aber auch schon welche, die jetzt schon 50 sind, schon länger trainieren und die natürlich auch immer wieder über Schmerzen und Gelenksprobleme, ob das im Iliosakralgelenk ist, ob das im Kniegelenk ist, im Schultergelenk ist, klagen. Und da habe ich auch einen wichtigen Tipp. Auch für euch gilt, führt doch einfach die Bewegungen
nach unten exzentrisch, nach oben konzentrisch. Führ die einfach mal ein bisschen langsamer aus. Ich habe viele in meinem Coaching, die dann auch schon länger trainieren und sich hier die Trainingstechnik optimieren lassen. Und dann machen die das, dann hört man bei den Kniebeugen zum Beispiel, typisch bei Kniebeugen, hört man Geräusche im Kniegelenk. Da hört man manchmal sogar das Springen einer Sehne. Danach bitte ich Sie, die Bewegung ganz langsam auszuführen, Slow-Mo auszuführen. Und was passiert? Die mechanischen Geräusche sind weg. Wenn wir alle in Physik aufgepasst haben und das Hebelgesetz kennen und vor allem die Gesetze der Beschleunigung kennen, dann wissen wir, dass natürlich bei einer zu hohen Bewegungsgeschwindigkeit viel mehr Last übers Gelenk abgesichert werden muss. Und das kann dazu führen, dass natürlich ein Gelenk schmerzen, dass ein Gelenk verfrüht verschleißt, weil einfach mehr Lasten abgesichert werden muss, wie wir tatsächlich benötigen, um den Muskel zu reizen. Deswegen mein Tipp, Freunde. Macht die Bewegung ganz bewusst langsam, auch wenn ihr schon länger mit dabei seid, über 50, nehmt mal die Gewichtsbelastung runter und versucht mal, die Bewegungen viel, viel langsamer auszuführen, mit einem viel höheren Fokus auf den Zielmuskel, indem ihr die Muskelfasern bewusst mit wenig Gewicht anspannt. Und ich kann euch garantieren, ihr werdet auf einmal, selbst wenn ihr jahrelang trainiert habt, werdet ihr auf einmal wieder ein ganz anderes muskuläres Gefühl haben. Ihr habt genauso hohe Reize abgeliefert, ihr habt aber euer Gelenk bei weitem und eure Muskulatur bei weitem nicht so strapaziert. Und genau da wollen wir hin, damit wir weiterhin schmerzfrei trainieren können. Das gilt für Ladies und für Männer. Bewegungsgeschwindigkeit runter, Gewichtsbelastungen runter und erstmal die Übung wieder ganz sauber und safe ausführen. Ich hoffe, ich habe euch wieder weiterhelfen können. Das war jetzt, glaube ich, ja, die Nummer 13 oder 14, Fitness Over 50. Es geht bald weiter und auch wieder mit spannenden Themen. Bleibt einfach dran, hört rein und wichtig ist für mich, gebt mir Feedback. Ich brauche Feedback. Wenn ihr mir kein Feedback gebt, ist es die Frage, warum tue ich das auch? Ich habe oft dann Kommentare irgendwann mal oder auch Leute, die ich kenne, die, ich habe das und das gelesen, das und das, hätte mich noch interessiert, warum schreibt das nicht rein? Ihr könnt unten unter die Bemerkung reinschreiben, was ihr wissen wollt. Es ist meine Aufgabe, eure Fitness in Ordnung zu bekommen. Deswegen Andreas Wienbacher, Pörtrin aus Karlsruhe, im Thema Deine Fitness, meine Aufgabe. Macht's gut, bis bald. Oh, da habe ich noch jemanden. Mr. T.